Michael Mayer, Dortmunds Manager, ist der Stress der letzten Wochen ins Gesicht gemeißelt. Angespannt auch Bert van Marwijk, der BVB-Trainer, der nur in der ersten Hälfte mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden sein konnte. Beide Teams haben sich in den ersten 45 Minuten neutralisiert. Nur Jan Koller, Dortmunds erfolgreichster Stürmer, war halbwegs gefährlich. Zur Halbzeit 0:0 im ausverkauften Daimler-Stadion. In der 52. Minute der erste Fehler in der Dortmunder Abwehr, ausgenutzt von Andreas Hinkel. Das erste Bundesliga-Tor für den VfB-Verteidiger im 109. Spiel des 22-Jährigen. Eine Viertelstunde später Kurani auf Kakao und der sechste Saisontreffer des Brasilianers. Kevin Kurani nach vierwöchiger Verletzungspause eingewechselt, sofort gefährlich, und Kakao, der den Dortmunder Bemühungen endgültig den Garaus machte. Der BVB geht nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sportlich schweren Zeiten entgegen.